So, Welt 2, Küste, willkommen zurück. Kirby, 48 gibt's hier, diesmal nicht 50. Und auch nicht 49, wie ich beim letzten Mal leider feststellen musste. Ja, und es war ja wirklich mittendrin, wo mir einfach so ein Seelenfragment gefehlt hat. Also bin ich jetzt sehr darauf fixiert, dass mir Elfe den auch wirklich immer, bei jedem Stern, den ich irgendwie mitnehme, dass sie mir dann Bescheid sagt, okay, hier, bist fertig. Sonst werde ich das Gebiet nämlich nicht verlassen. Denn ja, es sind ja immer eine, es ist immer eine Welt kumuliert in einem Level und deswegen dauert es halt auch echt extremst lang, die durchzuspielen. Da habe ich also wirklich kein Interesse dran, das nochmal zu machen. Ergo direkt alles mitnehmen. Ich hoffe, das klappt immer einigermaßen. So, die können wir nicht besiegen, jawohl. Ich fand es auch sehr interessant, dass diese besessenen Gegner hier im zweiten Run, den ich ja gemacht habe, für dieses eine Fragment, die waren nicht mehr besessen. Also die haben mir kein Fragment mehr gegeben. Wie komme ich da jetzt? Ach so, über das Gift kann ich drüber. Mit dem Eis. Okay. Wusste ich das schon mal? Wenn, habe ich es vergessen. Okay, ich glaube, man darf aber nicht drauf stehen bleiben oder so ein Scheiß. Ach komm. Ich habe halt echt nicht mehr viel Energie, ne? War halt auch nicht so clever. Ich habe mich nach dem Kampf jetzt gegen Gorillos, den ich ja wieder machen musste, nicht geheilt. Ja, und das sieht man jetzt. Es gibt doch keine Möglichkeit, sich mal... Oh, shit. Brauche ich den? Ich hoffe nicht. Sich mal hier das Status-Dings da anzeigen zu lassen, oder? Also wie viele ich jetzt momentan... Ja, wobei, dafür habe ich das Menü, stimmt. Dafür ist das Menü da. 6, alles klar. Da unten sind ein paar Doktorfische. Oh, Schwertgrobian, hallo. Mit dir habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Aber ich habe ja mein Eis. Ergo, kannst du mir... wenn ich nicht komplett schlecht bin, eigentlich nicht viel anhaben. Aber ich bin halt leider komplett schlecht. Alter. Ich habe halt sogar schon den Mega-Schutzschild und lass mich trotzdem mega billig treffen. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Doch. Auch in dieser Attacke kann er mir nichts anhaben. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell ist. Mein Gott. Bitte. Komm, schlag. Ach komm. Okay. Nee, Kollege. Oh Gott. Ich lebe eigentlich schon nicht mehr. Ich behalte das mal, ja. Das Eis. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente gesammelt. Gut. Dann behalte ich es doch nicht. Dann nehme ich mir mal das Schwert. Alter, das ist, ich brauche gerade ganz dringend mal so eine Supertomate. Oder auch Maxi-Tomate. So, und jetzt sind wir in dem Level, wo ich im Original erstmal fett was übersehen habe. Was ich so überhaupt nicht hätte ahnen können, finde ich. Domi hat's gefunden, ich bin da aber überhaupt nicht drauf gekommen. Frag mich, ob wir das jetzt hier auch erreichen können, das wäre nämlich sehr cool. Und stimmt, pass mal auf, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Ich schnapp mir jetzt diese Schlaffähigkeit, weil dann müsste ich ja auch schlafen können, oder? Ich hoffe, die beballern mich jetzt nicht und treffen mich nicht. Also beballern tun sie schon, aber treffen tun sie nicht. Kirby darf jetzt gerne ganz, ganz tief ausschlafen, denn das brauche ich gerade. Und den Zielheini brauche ich danach. Oh, und jetzt habe ich hier... Okay, ich habe jetzt diesmal nicht die zweite Leiste, aber dafür habe ich so einen erhöhten Schutz, oder was ist das? Das ist ja interessant. Ah, hier könnte halt auch wieder überall was sein. Das ist gefährlich. Aber an sich, ich finde das mit diesen kumulierten Welten extrem cool. Weil man hat halt schon nochmal das Gleiche, aber eben anders. Deutlich anders. Und verkürzt vor allem. Auch wenn das Level dafür extremst lang ist. Das ist schon gut. Ja, dann müssen wir ins Wasser, okay. Ich bin so gespannt, ob das da gleich da ist. Und zwar müssen wir jetzt hier hinten. Dort befindet sich so ein einsamer Strudel. Oder eben auch nicht. Es müsste, glaube ich, hier gewesen sein. Im Originallevel. Hier ist es jetzt offenbar nicht. Oder ich bin doch noch an der falschen Stelle. Aber ich glaube, das war hier. Und drüben sind noch weitere Ziele, okay. Ja, es war so klar. Es war so klar. Komm mal her. Nehme ich den halt mit, ist ja egal. Beides dasselbe.
Da sollte nichts mehr sein. Warte mal. Du fliegst mir, das schwimmst mir ein bisschen zu unauffällig rum, hatte aber wirklich nichts. Und da haben wir noch ein Ziel. Mit einer weiteren. Hier. Ne? Dings. Super Seelenfragment, 5000. Soll ich mir die Bomben... Oh shit, Bombenfähigkeit wieder mitnehmen? Ich glaube, ich nehme die Bombe wieder mit. Nein, 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 tue ich nicht, tue ich nicht. Da hinten sehe ich noch Ziele. Jetzt weiß ich natürlich nicht, von wo man das treffen soll, aber ich versuche mal von hier. Und das soll auch so gemacht werden, wie es scheint. So. Alles klar. Dann kommt da nochmal ein bisschen was, aber das ist jetzt nur Geld? Glaube ich nicht. Da drin sind bestimmt noch drei von diesen Fragmenten, oder? Natürlich. So, Elfilin, bitte. Ist das alles? Ja, das ist alles. Sehr schön. Das ist gut. Ja, also dieses Geheimnis konnten wir jetzt hier nicht finden, aber es ist nicht schlimm. Auch wieder nur ein Raum mit ein bisschen Geld. Viel mehr hier wird da nicht zu sehen. Weg mit dir. So. Kann ich den eigentlich... Achso, okay. Klar, das ist der Gegner. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich die töten kann. Natürlich kann ich. Ah, hier, das, da hat man ein bisschen was auf Zeit gemacht im Original, ich erinnere mich. Kann man da runter? Könnte man, ist aber nicht sinnvoll. Da um die Ecke geht es, glaube ich, auch nicht wirklich. Ah, da ist ein Schneemann, hallo? Brauche ich dich? Wenn ja, zu spät. Da oben ist was. Wieder etwas gemeiner versteckt. Okay. Aber ich bin mal gespannt, ob hier jetzt wirklich gar keine Stopfer vorkommen, weil das scheint so zu sein. Weil wir sind jetzt theoretisch nicht mehr auf der Erde und so ein Quatsch. Wenn man da irgendwie was reininterpretieren möchte. Was machst du? Nur das? Sicher? Versteht den Zusammenhang zwar nicht ganz, aber okay. Hab doch schon wieder einiges an Energie verloren. Hallo? Und brauche diese zwischenzeitliche Heilung doch ganz, ganz gut meistens. Hier war eine Kapsel im Original. Hier werde ich jetzt erstmal zerquetscht. Sehr schön. Hier vorne war ein Bonusraum. Hallo. Was haben wir jetzt hier? Ein paar weitere Seelenfragmente. Die letzten? Die letzten. Jawohl. Gut, ich denke, da können wir aber doch schon so zwei Level dieser Art... pro Part machen. Sollte möglich sein. Hier werden wir jetzt geflogen. Die Passage entfällt also. Ich habe aber auch gar keine Ahnung mehr von den ersten Welten, ne? Das ist... Ah ja, okay, jetzt sind wir hier in diesem ganzen Schwimmbereich. Und das war gar nicht mal so clever, stelle ich fest. Ja, wobei. Schießen ist hier gar nicht mal so verkehrt. Also so gar nicht. Ich glaube, das war sogar ganz gut, dass ich immer noch hier bei dem Schusstypi bin. Und dass ich immer noch Schusstypi bin, so. Vorne vermute ich jetzt ehrlich gesagt nichts, weil da komme ich nicht so ein weiteres hoch. Also ich bleibe in dieser Verwandlung, die macht Sinn für mich. Ergibt, entschuldigt. Ein weiterer Schalter, sind das Zeitschalter eigentlich? Ich hoffe zwar nicht, aber kann es mir vorstellen. Komm bitte, Kirby, danke. Okay, da spawnt was. Okay, okay, okay. Ich nehme mir mal das damit, wenn es genehm ist. Kann ich auch wieder gebrauchen. Ein Gegner, der mir ein Fragment gibt. Darunter sind sogar drei. Sehr schön. Das sieht doch auch erstmal ganz gut aus hier. Ich komme ja auch immer noch gut zurück hier. Das ist ja auch das Tolle, dass man das gesagt bekommt, was fehlt. Und dass man dann aber trotzdem eigentlich immer noch zurückkommt. Vielleicht gibt es mal Ausnahmen. Da liegt dann aber eine Level-Architektur. Vielleicht hat man es aber auch genauso gewählt, dass es immer geht. Ich lasse mich mal überraschen. So, da ist Schalter Nummer 1. Das können wir schon mal mitnehmen. Und es gibt doch keinen Schalter Nummer 2, wie ich feststelle. Aber hier oben gibt es natürlich noch was. Ja gut, das ist auch ein Schalter, aber ein separater. Der mich eigentlich hier zu dem Wordle-D gebracht hat, was hier oben ist, was hier aber nicht existiert. Und auch ein Fragment wird da nicht erscheinen. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Ende.
Ich hoffe mal, hier gibt es noch Waddle-Dees. Waddle-Dees, sage ich schon, mein Gott. Oh, warte mal. Das ist eigentlich gerade gar nicht so gut. Ob ich hier auch zurückkomme, ich weiß nicht. Naja gut, ich hoffe mal, einer von denen hat noch was, weil sonst haben wir hier was übersehen und das ist dann schlecht. Scheiße. Ich habe was übersehen, ha? Oh no. So viel zum Zurückkommen. Da komme ich doch locker nicht mehr zurück, oder? Was? Da war eine leuchtende Stelle, die habe ich ja gar nicht gesehen. Was? Okay, vielleicht muss ich mir das hier doch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Hier ist auch was, aber leider nicht das, was ich brauche, nämlich ein Seelenfragment. Ah, ärgerlich. Ich meine, ich versuch's jetzt mal. Hier komme ich nicht zurück, ne? Aber ich kann halt fliegen. Ja doch, ich komme glaube ich schon zurück. Ich versuch's jetzt mal. Wenn es nicht klappt, schneide ich es halt raus. Aber ich versuch's jetzt erstmal. Also es ist wie erwartet sehr aufwendig, aber zu bewerkstelligen tatsächlich. Ich bin jetzt wieder hier. Wir müssen halt immer wieder springen und so und ja. Ist halt wirklich ein bisschen aufwendig, aber es geht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie weit zurück müssen wir denn? Ich werde mich jetzt natürlich von hinten nach vorne umschauen. Das andere macht keinen Sinn. Und hier nochmal alles ganz genau unter die Lupe nehmen. Damit ich das versteckte Teil auch finde. Oder wie viele auch immer es sein mögen. Wir haben jetzt 33. Ich rechne ehrlich gesagt eher mit einem noch. Nicht mit mehreren, aber wer weiß. Machen wir hier noch was? Nein? Es kann halt in alle Richtungen sein und überall vor allem. Ich springe jetzt noch einmal in die Mitte, ansonsten gehen wir mal im Raum zurück und dann gucken wir stufenweise einfach immer weiter. Vielleicht können wir uns ja auch irgendwo mal in so einen Strudel wirklich reinziehen lassen. Das mag alles sein. Aber hier sollen wir auch weiterhin problemlos zurückkommen. Also wenn wir durch diesen engen Kanal zurückkamen, dann kommen wir jetzt auch immer weiter zurück. Das, denke ich, ist kein Problem. Hier habe ich mich auch extra umgeschaut. Hier war auch nichts. Vielleicht brauche ich auch eine extra Verwandlung für irgendwas mal. Kann auch sein. Will jetzt so nicht erwarten. Den Schalter hier hatten wir gedrückt. Guck mal, da vorne glitzert es, oder? Oder sehe ich das falsch? Aber wie kommen wir denn da überhaupt hoch? Kommen wir da überhaupt hoch? Ich wüsste jetzt nicht, wie. Also hier vorne. Ja, da glitzert auch nichts wirklich, ne? Da kommen wir auch nicht hin. Nee. Sah gerade nur so aus. Das heißt aber, hier ist auch nichts in dem Bereich. Wahrscheinlich wirklich wieder im allerersten Bereich hier. Oder habe ich die Meldung übersehen? Ich glaube nicht. Ach, es kann überall sein. Ah, ja. Ich komme nicht mit. Ich wollte gerade sagen, ich komme nicht weiter zurück. Doch, komme ich. Alles gut. Ach, da ist es doch. Wow, wie billig. Aber es ist das Letzte. Sehr schön. Und lieber so, als hätte ich das jetzt wieder alles nochmal von vorne machen müssen. Ganz ehrlich, das ist mir deutlich lieber so. Weißt du, hier habe ich mich wirklich ganz genau umgeguckt hinter diesem Schrank, zwischen diesen Schränken. Und da habe ich es irgendwie übersehen, weil ich glaube, da war ein Gegner und sowas und der hat mich komplett abgelenkt. Ja, ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. Aber jetzt wissen wir auch, dass wir durch diese enge Strömung hier, also dieses enge Rohr, trotz Strömung zurückkommen, wenn wir uns halt nur genug anstrengen. Und eine Menge Zeit mitbringen. Auch schön zu wissen. So, weiter geht's. Wir haben noch ein paar Sachen zu sammeln. Und vor allem ein paar Welten danach abzuabsorbieren. Was ist das jetzt für eine Passage? Ich weiß es nicht. Also hier kommen wir wahrscheinlich eher nicht mehr zurück. Das gefällt mir jetzt nicht so. Nein, jetzt habe ich mein Ding verloren. Nein. Das ist schlecht. Ich bekomme zwar jetzt einen Hammer, aber ich hätte doch ganz gern meinen Schussdings gehabt. Das ist neu. Erzähl mir nicht, das ist neu jetzt, oder? Das gab's doch nicht im Original, in irgendeinem Original-Level. Nein. Ich muss darüber. Das gab's in keinem Original. Nein! Ach komm, nee. Ja! Er lässt mich direkt darauf raus. Sehr schön, danke. Weil sonst ist auch alles, was ich gerade gemacht habe. Hallo?
unwichtig. Ach so. Eieiei, aber ziemlich cool. Also, sehr cool, auch wenn die hier wirklich noch neue Sachen einbauen. Vielleicht bin ich auch mega lost, aber das gab's in der Form nicht. Es gab was Ähnliches. In einem Eislevel, aber nicht das. Was ist denn da oben eigentlich? Da kommen wir nicht hin, oder? Oder kommen wir da hin, wenn wir hier das aktivieren? Nö, okay. Alles klar, ein bisschen rasten ist nicht so schlecht gerade. Das Ding nehmen wir natürlich mit, denn hier gibt es auch weiterhin Sachen zum Erkunden, Entdecken, Mitnehmen. Mal kurz aushalten. Jawohl. Dort drüben ist die nächste... Oh shit! Nächste Windmühle. Und dort befindet sich ein weiteres Ding. Aber immer nur eins. Hätte ja mal ein bisschen mehr verdient, finde ich. So, sehr schön. Oh! Warum... Darf ich da nicht rein? Verletzt mich das? Warum? Wenn ja? Hä? Ist das giftig? Ach so, ich darf das mit dem Ringstopfer nicht, oder? Ja, ich darf das mit dem Ringstopfer nicht. Okay. Ja, gut. Auf die Idee bin ich auch irgendwie erst zu spät gekommen. Okay. Ah, hier könnte ich aber auch einen neuer Versuch machen. Aber ich habe hier noch nicht alles. Warum habe ich hier nicht alles? Ja, und ein Boss. Also eine Sache fehlt hier. Ein Ding. Das könnte hier also auch noch durchaus sein. Och nee, also das fände ich jetzt doof. Das fände ich jetzt extremst doof. Wenn ich jetzt doch wieder eins da übersehen hätte. Ich wüsste nämlich auch nicht wo. Und dann ganz ehrlich würde ich jetzt doch erstmal abspeichern wollen, tatsächlich. Ah, sehr schön, danke. Okay. Perfekt. Ah, Seelenfrieden wiederhergestellt. Allerdings bin ich gleich tot. Und jetzt gleich kommt ein Boss, höchstwahrscheinlich. Und zwar der Waldmensch. Ich hoffe, wir bekommen noch mal eine Maxi-Tomate. Sonst bin ich nämlich echt am Arsch. Dankeschön. Oh, danke, danke, danke. Okay, Hammer, Bohrer oder Bomben, Bomben? Lampenöl, Seile und natürlich die Bomben. Also das wird definitiv mein Item der Wahl. Da ist er. Der Tropic Woods oder das Tropic Woods Phantom in dem Fall. Der Mr. Wutwedel. Mal gucken, was er so zu bieten hat in seiner krassen Form. Was eigentlich auch schon ein bisschen belastend ist, weil das ist ja eigentlich nur ein Phantom. Es ist ja nicht mehr der echte. Und der ist trotzdem stärker. Aber das soll ja auch irgendwie ein bekannter Kirby-Boss sein, der eigentlich ein Volllappen ist. So ein bisschen wie Goma wahrscheinlich aus Zelda. So ein klassischer erster Boss. Ach so, die Wolken zerteilen sich danach nochmal. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht verstanden. Okay. Also am besten so machen. Okay. Passt noch. Alles noch ganz gemächlich. Also bisher fand ich den Gorillos schwerer. Aber das kommt auch halt auch daher, dass er so ein stationärer Boss ist. Ne? Der kann sich halt selber nicht bewegen. Der kann halt nur irgendwie Attacken darauf auslegen. Was hat er jetzt? Das ist, glaube ich, nur Schatten, oder? Ich glaube, es war nur Schatten. Seine Wurzeln macht er trotzdem noch. Nein! Okay, das sieht ein bisschen bedrohlich aus. Kann ich dem überhaupt ausweichen? Alter, der packt jetzt aber das Battlefield komplett zu. Heilige Scheiße, also der kennt jetzt echt kein Pardon mehr hier. Ich komme ja kaum noch zu ihm durch. Wenn er natürlich seinen ganzen Vorgarten hier so labyrinthartig aufbaut, dann ist klar, dass ich da natürlich dann, dass er mich dann doch ganz gut auf Trab halten kann, weil ich ihn dann gar nicht erreiche. Natürlich auch eigentlich sehr gut, um den Boss schwerer zu machen. Einfach gar nicht zu ihm zu, mich einfach gar nicht zu ihm zu lassen. Aber trotzdem, ich habe deutlich weniger Schaden genommen als bei Gorillos. Weil er dann am Ende eben trotzdem einfach nur Barrieren macht und halt diese paar Stacheldinger, okay. Diese Gordos, das geht ja noch. Ja, perfekt, dann ging das aber doch eigentlich relativ klar, würde ich sagen, oder? Aber das nächste Level könnten wir noch packen. Ja, es wäre dann die Freizeitwelt, ne? Der Freizeitpark, die Bundaria-Ruinen.
Also das war teilweise ein bisschen schwieriger. Aber an sich auch absolut machbar. Serie 4 Zwillingsbohrer. Ich habe das Gefühl, wir bekriegen jetzt nur noch hier Serie 4. Wenn wir welche finden, welche hier Kapseln. Was an sich nicht schlecht ist, weil die sind teuer. Deswegen begrüße ich das, wenn ich die vorrangig jetzt bekomme. Vergesst Vergnügungspark. Ja, und ich finde es an sich halt auch nicht schlecht, dass ich nicht mit den ganzen Gelben zugespammt werde, zum Beispiel, die ich halt gar nicht mehr brauche. Sehr schön. Wie viele gibt es denn hier? Ich sag mal 52. 51, ach knapp. Alles klar. Bin mal gespannt, ob der Achterbahnteil dabei ist. Da könnte man auch noch mal richtig fies welche platzieren. Aber lasst uns mal schauen. Ah, ich mag's einfach. Ich mag dieses, das ist so toll, wirklich. Was ich eigentlich am schönsten finde, vor allem nach einem... Ich habe ja vor recht kurzer Zeit auch Jack 2 beendet, ne? Und Jack 2 hatte dieses unglaubliche Problem, dass man überhaupt... Also das, es gibt auch viel abseits zu finden, aber man hat halt überhaupt keinen Tracker, wie viel man wo hat. Und das ist hier so, ja? Elfelin sagt einem jedes Mal, wenn man hier in einem Bereich alles hat, dass man alles hat. Und wenn man das nicht sieht, diese Nachricht, dann weiß man, dass man noch nicht alles hat. Und das ist so unglaublich praktisch. Das ist der Motivator hinter dem Ganzen eigentlich. Weil würde es das nicht geben, wäre das hier einfach nur nervig. Aber so macht das einfach richtig Bock. Das will ich einfach nochmal hervorheben hier. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das hier nicht unbedingt alles war. Und ja, hier ist tatsächlich noch was. Gut, dass ich da mal lang gegangen bin, sonst hätte ich gleich den ganzen Weg zurückeiern dürfen. Also ein bisschen Secret suchen muss man halt trotzdem noch und nicht einfach nur blind durchrennen. Und da drüben müssen wir auch hin und wir müssen vor allem auch langsam wieder auf unsere Energie achten. Die sieht nämlich schon wieder ziemlich kacke aus. Brauche ich das noch für irgendwas? Das ist nicht der Kegelchen. Ja, da oben. Okay. Dann verpissen wir uns da mal da oben hin. Ja, am besten ohne getroffen zu werden. Eieieiei. Und da sind jetzt vielleicht drei drin oder so. Oder vielleicht. Oder ja, oder? Naja. Das waren aber nicht die letzten, glaube ich, oder? Nein. Hier gibt es noch was. Wundert mich nicht, denn... Oh, das war knapp. Ah, hallo. Ich finde es super, dass wir den verletzen können, obwohl der seine Stacheln draußen hat. Und das war immer noch nicht alles. Ach so, wir können ja auch gar nicht... Ich dachte gerade, diese Türen, da müssten wir rein, aber nein. Wir müssen ja die Leiter hoch. Alrighty. Hier befindet sich also nochmal was. Immer noch nicht alles. Ist ganz schnell hoch. Denn von denen will ich jetzt nicht getroffen werden, sonst bin ich tatsächlich tot. Und das brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Okay, da muss ich hin und hier wird wahrscheinlich der Schalter... Oh, oder auch nicht. Warte mal, ich sehe es gerade. Wir müssen einmal auf die Spitze von diesem lustigen Gerät. Und es war ein ziemlich sicherer Flug eigentlich. Schon fast Flagpole-Grab-mäßig, wie bei Mario. Deswegen kann ich es wahrscheinlich so gut. So, jetzt aber bitte, alles. Dankeschön, sehr schön. Erster Bereich absolviert. 12 Stück von 51. Und es geht weiter im nächsten Level. Hier haben Bosse gewartet. Ein Boss, wie auch immer. Und jetzt, Moment, jetzt muss ich aber nochmal ganz, ganz dringend nachfragen. Ist jetzt hier oben was auf der Markise? Das habe ich nämlich im Original vermutet. Habe das noch ein bisschen mit Crash It's About Time verglichen. Und habe gesagt, ja, im Invertiert-Modus gab es dann da was, aber im Original nicht. Nein, hier haben sie es. Das wäre so eine geile Parallele, ne? Wenn die jetzt hier was gemacht hätten, weil das ist ja quasi der Invertiert-Modus aus Crash. Und natürlich kommt jetzt hier ein Boss und natürlich werde ich da strugglen. Ohne Frage. Wie sehr? Das schauen wir mal. Aber die Eisbärts, die... Eigentlich müsste ich die mittlerweile können und kennen und alles, aber... Ist jetzt zum einen eine krassere Form und zum anderen ist es halt auch immer noch... Ein wenig arschig teilweise. Oh, der hat jetzt aber gut gesessen hier. So, sehr schön. Das war doch eine gute Runde. Das kann man doch mitnehmen. Brauche ich das Eis? Ja, ich brauche das Eis, sehe ich. Dann adieu, Bomben.
fürs Erste. Auch wenn es mir immer sehr viel Spaß macht, damit zu arbeiten hier, weil es einfach doch sehr impactful. Und hier bekommen wir einiges an Heilung zurück. Und da befindet sich einfach mal so ein Entdecker. Du Sack. Nicht mehr lange. Da hinten auch. Weg mit dir. Kann natürlich auch sein, dass wir den jetzt direkt nehmen sollten. Das lasse ich aber mal. Und hier geht es bestimmt noch rein, oder? Natürlich geht es hier noch rein. Aber erstmal mache ich die hier auch weg. Da hinten würde es weitergehen. Deswegen auf keinen Fall da rein. Sondern sich erstmal hier was mitnehmen. Was Leckeres. Oh. Hier ist sonst nicht mehr viel, ne? Okay. Das ist jetzt direkt hier gespawnt. Oh. Heilige Scheiße. Alles klar. Nett, nett. Und das gibt dann wieder drei, ne? War ja bisher so. Genau. Drei weitere Fragmente. Ah, das ist so schön befriedigend. Es ist halt noch befriedigender als die Waddle Dees, weil es einfach viel mehr von denen gibt. Man dadurch auch leichter was übersehen kann natürlich, aber es macht einfach mehr Spaß. Aber ich bin ja jetzt... Das heißt, ich habe wieder nicht alles, oder? Ich müsste doch jetzt eigentlich wieder... was bekommen. Als Info, oder? Ich gucke mich nochmal in dem Raum um. Und da oben auf den Markisen gleich auch nochmal. Ich sag ja, ich werde keinen Raum mehr verlassen, ohne dass ich diese Info habe. Weil ich gehe stark davon aus, dass da gleich wieder Ende sein wird. Wenn ich da durchgehe. Wenn es mal nicht so ist, ist halt auch doof, dann weiß ich es nicht und dann versuche ich hier Ewigkeiten irgendwelche Sachen. Erfolglos, weil hier nichts mehr ist, aber... Darauf haben sie mich jetzt hier trainiert. Ah, zu Recht, da ist sie. Sehr schön. Perfekt. Alles richtig. Es ist genau richtig, wie ich das gesagt habe. Wir bekommen immer, wenn wir eine Tür durchschreiten, jetzt eine Info. Nicht nur bei irgendwelchen Sternen, die wir erreichen, sondern auch wirklich bei jeder Tür. Alles richtig. Sich umzuschauen ist hier definitiv notwendig. Okay. Dann ab nach oben. Ich gehe mal hier nach vorne. Nicht, dass hier irgendwo was ist, was ich sonst nicht sehe. Aber scheinbar nicht. Noch nicht. Oh, heilige Scheiße, das war so ein Bulle. Habe ich aber auch erst zu spät erkannt. Oh, hallo, ein Gordo. Die aber jetzt hier nicht auf Licht reagieren. Oh, shit, da ist wieder so ein Bulle. Ja, supi, lustig hier. Geh mal weg. Natürlich, ist alles etwas erschwert hier. Und das ist auch gut so. No, mein Gott. Das ist aber schon gemein hier. Was soll das jetzt hier? Ach so. Okay. Jetzt weiß ich, was das soll. So. Hier ist eine Plattform hochgekommen. Wahrscheinlich jetzt auch mit einem Licht. Ja, oder auch nicht, mit einer Kapsel. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt stehen kann. Ja, okay. Ich hätte mal das Licht vorher anmachen sollen. So, jetzt kommt hier dieser lustige Trick. Das kennen wir schon. Ach, ich musste aber auch rauf. Okay. Ja gut, dann müssen wir das jetzt halt nochmal machen. Huiuiuiui, witzig. Nein. Ah, ich weiß gar nicht, ob es mit der Kugel hier überhaupt klappt, mit dem... der Glühbirne. Ah, ich glaube nicht, ne? Ah, shit. Ja, da ist schlecht, warte mal. Ich pack die lieber mal hier hin, ja? Ist vielleicht besser. So. Okay. Haben wir das. Jetzt geht's weiter. Na, ich mag die Stelle nicht so. Oh, und da war noch nicht wieder der Boden da. Das habe ich nicht gesehen und jetzt bin ich an der... Scheiße. Okay, warte. So, wir gucken jetzt erstmal, ob hier alles da ist. Das sieht so aus. So, einmal hochspringen. So, jetzt aber. Mein Gott. Jetzt einmal nach vorne. Aber die hellen Gordos sind jetzt gar nicht da, ne? Die auf Licht... Ah, doch, okay, da sind sie. Und ich muss jetzt sogar ein bisschen weglocken. Aber auch das kein Problem. Dann gehen wir erstmal hier hin.
Gucken, was uns das bringt. Ein Dreier, aber auch ein weiterer Bulle. Ich wollte ausweichen, aber ich wusste nicht, in welche Richtung. Nach vorne wäre die Antwort gewesen. Naja, gut. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, was es nicht geben sollte, hoffentlich. Okay, du hast mich einmal ein Waddle Dee gekostet. Oder einen Versuch, besser gesagt. Das ist eigentlich dumm, was ich gerade mache, weil ich muss ja sowieso erstmal hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Lampe hier brauche, aber ich nehme sie mal mit. Alles klar. So, jetzt nochmal bitte. Und jetzt gleich sind wir auch am Ende. Dann sehen wir hoffentlich wieder... Ey, du hast alles. Oder wahrscheinlich auch nicht. Mal gucken. Hier ging es noch weiter. Genau, da war ein kleiner Geheimbereich. Da sind jetzt die Gordos auch komplett weg. Dafür sind sie da hinten. Wo sich was befindet? Eine Schatztruhe. Okay. Gar kein Problem. Hallo? Drei weitere Fragmente. Und wir haben hier alle. Sehr schön. Das ist eine tolle Info. Und das ist auch das dritte Level schon gewesen dann, ne? Der Welt. So, das war da gleich. Ja, also die Achterbahn kommt da nicht mehr. Also, dass wir dann gleich auch schon wieder beim Boss sind. Nach dem nächsten Abschnitt. Zeitlich habe ich überhaupt nicht im Blick, wo wir hier gerade sind, aber es ist mir auch sowas von egal, ne? Ja, ich nehme mal den Schneemann mit. Ich glaube, das könnte sinnvoll sein. Achso, ich habe den Schneemann ja schon. Also, mega lost. Geht das auf... Was? Achso, okay. Ja, ja, dafür brauche ich den. Eigentlich zu spät gepeilt, aber ich, ja, noch rechtzeitig reagiert. Also hier ist nur ein Gordo am Start gewesen, nicht mehr, ne? Man will es trotzdem nochmal wissen. Dort befindet sich erneut die Eisfähigkeit. Warte mal, ich nehme erstmal die Münze mit. Ich will aber auch ehrlich gesagt wissen, ob da noch sonst was ist. Oh, Da sind jetzt natürlich Stacheln, aber das sollte ja eigentlich kein Problem darstellen, oder? Sollten wir auch so rankommen. Ja. Trotzdem auch hier nochmal zurück, um ganz sicher zu gehen, dass hier nichts mehr ist in den Ecken oder so. Ich glaube, später wird das so sein gleich. Jetzt aber erstmal nicht. Okay, nochmal so größere Gegner. Mir auch egal. Solange die nicht vergiftet sind, können die auch eigentlich da bleiben. Aber nun ja. Da hinten ist ein Vergifteter. Und ich bekomme eine Nachricht. Gerätesuche einschalten. Okay, keine Ahnung, was Android da möchte. Okay. Dieses Fragment hätten wir damit auch. Hier war die Autopiste gleich. Dort befindet sich übrigens einer auch von diesen Hellrooms. Hellräumen. Oh shit. Ich dachte gerade irgendwie, es wären Einzelne, die hier fahren. Nein, 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 nein. Ah, tatsächlich sieht es gerade energietechnisch überraschend gut aus. Also so gut sah es lange nicht aus. Und da haben wir auch mal wieder einen seltenen Stein. Auch bisher einmal gefunden. Vielleicht habe ich den auch in der zweiten Welt übersehen. Mag auch sein. Aber ich glaube, in der ersten Welt hatte ich einen gefunden, ne? In der zweiten nicht. Alles genau anschauen. Kann ich eigentlich auch einfrieren? Ne. Okay. Wo ist denn der Schalter dafür? Oder müssen wir dafür die Kristalle sammeln? Ich weiß nicht. Ich denke, das wird gleich weggehen. Dieses ganze Zeug hier. Da wird wahrscheinlich die Leiter frei werden oder sowas, was hier ist. Keine Ahnung, mal gucken. Ja, ganz genau das. Und war es das? Bitte? Nein. Achso, da unten sehe ich aber auch noch einen. Ich hoffe, dann war es das. Ja, sehr schön, wundervoll. Dann können wir weiter. Aber dann gibt es ja noch einen Bereich. Ich dachte eigentlich, das war's jetzt. Das ist jetzt hier wieder so ein Custom-Bereich, ne? Ah, okay. Also wirklich ein Labyrinth. Ja, das ist cool. Hat was von der einen Challenge. Das ist wirklich sehr cool. Das gefällt mir sehr gut.
Vor allem, weil es auch super zum Thema natürlich passt. Freizeitpark. Das ist top. Das gefällt mir richtig gut. Ich muss halt nur gucken, wo dann das Finale ist. Also der Weg, wo wir wirklich lang müssen. Damit ich den nicht aus Versehen gehe. Ich hoffe, das ist ausreichend gekennzeichnet. Ah, hier haben wir was zum Wegballern. Jawohl. Ein Schalter. Eine Wand. Alles klar. Der Weg sollte aber ja eigentlich... Ui, shit, nein. Jetzt komme ich nicht mehr in die Fähigkeit, oder was? Doch, komme ich. Sollte eigentlich sehr linear sein. Und jetzt haben wir einen weiteren Weg freigeschaltet. Oh, da geht's weiter. Da möchte ich nicht weiter. Da möchte ich definitiv nicht weiter, Leute. Könnt ihr euch mal abschminken, ne? Oh, vielleicht baue ich die Bomben. So, wo war ich denn noch nicht? Ich bin noch nicht hier nach rechts gegangen. Dort befinden sich einige Schalter. Die ich zeitnah aktivieren muss, damit wir an dieses Ding rankommen. Was aber immer noch nicht das letzte war. Okay, dann möchte ich doch gerne mal die Bomben haben. Nur für den Fall. Vielleicht können wir die ja damit kaputt machen. Glaube ich zwar nicht, aber... Nee. Definitiv nein. Kann ich an dir vorbeilaufen? Ja, kann ich. Das ist gut. Achso, jetzt bin ich wieder hier in dem Weg hier. Auf dem Weg. Hier war aber nichts mehr, ne? Weil das hier irgendwie ein bisschen komisch ist, weil warum ist das da? Ach, das schnellt dann in die andere Richtung raus, okay. Da macht es Sinn. Aber wo habe ich denn jetzt hier gerade eine Abzweigung übersehen? Will mir noch nicht so ganz einleuchten. Oder habe ich überhaupt eine Abzweigung übersehen? Oder was habe ich übersehen? Dass ich noch nicht fertig bin, ist klar. Ah, hier! Hier kommt man durch. Aber auch nur, wenn man ein bisschen höher springt. Denn da scheint ein Plateau zu sein. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, ab wann das verfügbar war. Stimmt, die habe ich auch vorhin gesehen, dieses Fragment da. Und jetzt fehlen noch 5, ne? Genau, okay. Dann kommt jetzt der Boss, also Tazandra. Energie, naja, geht so. Aber wir bekommen bestimmt eine Maxi-Tomate. Dem ist so, jawohl. Wir bleiben bei den Bomben. Die sind immer ganz gut gegen die. Und da ist sie, die Jute. Illusion Leopardin, Tazandra Anatom. Phantom. Phantomas. Na komm. Oh, was? Wie hat die mich denn jetzt getroffen? Oder denn der Quatsch? Bin ausgewichen. Mädel, oh Gott. Heftig, 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 heftig. Ja, das war schlecht. Aber passt schon. Ich komme jetzt langsam ein bisschen besser rein. Ja, das war schlecht. Na, ich wollte doch nur meine Fähigkeit haben, Alter. Jetzt hat er mich aber zerfickt, okay. Wir konnten uns ein bisschen rächen, aber nicht besonders gut. Ach du Scheiße. Okay. Immerhin die zweite Phase, aber... Oh, was macht sie denn jetzt? Ach du Scheiße, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, okay, das war lost, weil ich ehrlich gesagt auch erwartet habe, dass sie ihre Dinger schmeißt. Ach du Scheiße! Oh, die geht ja richtig ab. Die geht jetzt richtig ab. Halleluja. Nein! Jetzt macht die wieder den Scheiß. Ach komm. Okay, das war's. Ich hab's verkackt. Ich hab verkackt. Ja, und jetzt auch noch den hier. Ist klar, Leute. Ist klar. Ja. Dass ich immer noch nicht tot bin, ist Wahnsinn. Das Spiel gibt mir sehr viele Chancen noch. Ja, wenn ich das gewinne, ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Ja, ich weiß halt auch nie, was sie macht. Ne, dieser Spacko, dieser andere Sack da, der Voodoo-Heini, der hat ja auch 1000 Sachen gemacht. 1000 verschiedene Formen. Da weiß man ja nie, was da passiert. Und jetzt habe ich das Ding leider nicht mal mehr. Ich nehme den Igel. Den bin ich ja noch ein bisschen geschützter. Ah, ja, okay. Was soll's? Was soll's? Zumindest behaupte ich, dass ich damit geschützter bin. Ich
hoffe, dem ist auch so. Ah, stimmt, ich kann ja auch dann die Sterne auf sie feuern. Das ist ja auch schon mal ein großer Pluspunkt. Muss aber offenbar trotzdem nah genug dran sein und die trifft mich damit. Was soll das denn? Ich bin doch ein Igel. Ich glaub's nicht. Alter. Ja, der Kampf wird schon wieder brutal. Der wird brutal. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Igel hier besser funktioniert als die Bomben. In der Form zumindest. Wie gesagt, der Original-Tazandra war eigentlich okay. Ach, scheiße. Ich habe schon wieder noch so wenig Leben. Mein Gott. Siehst du jetzt auch gleich in der letzten Phase, ja? Immer noch nicht, aber gleich. Aber trotzdem. Viel zu viel Schaden. Auf meine Seite. Vor allem, weil sie jetzt weniger hier unten sein wird. Jetzt attackiert sie halt von verschiedenen Seiten. Das habe ich jetzt verstanden. Das macht mir jetzt keinen Schaden mehr, sagt er. Oder will er gerade sagen? Ist er im Begriff zu sagen und macht dann so einen Scheiß. Komplett Lost-Aktion. Ach, diese Scheiß-Ixe. Ich hasse sie. Dann bringt das Schweben nämlich nichts. Sonst kann ich mir immer schön beschweben. Ja, komm, leck mich am Arsch. Raus hier, Schnitten hier. Fuck, ey. Ja, jetzt reicht's. Jetzt muss ich mich hier ganz in Ruhe mir den Scheiß anschauen. Sonst wird das nämlich nix. Sehr schön. Das war eine gute erste Phase, würde ich sagen. Jetzt kriegen wir die zweite Woche bestimmt noch besser hin, oder? Komm. Jetzt diesmal nicht treffen lassen. Also das wäre echt erbärmlich, wenn ich mich jetzt wieder treffen lasse. So, jetzt kann ich sie auch attackieren. So. Also ich komme jetzt schon deutlich besser damit klar. Deutlich besser. Jetzt macht sie ihr X oder was? Ja. Und ich habe es trotzdem verkackt. Ist auch ein Talent. Aber das muss jetzt reichen. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So, Sterne einsammeln wollte ich sagen. Na, kacke. Sehr schön, diesmal bin ich sogar dem X ausgewichen. So, geht doch. Eieieiei. Ja, nicht ohne der Boss, nicht ohne. Fand ich auch schon im Original als erstes sehr schwer, also als ich das als erstes gemacht habe zum ersten Mal. Und auch jetzt hier die erweiterte Variante, nicht ohne, nicht ohne. Ich habe so viel Material zu rendern und ich habe auch immer noch nicht die 2-Stunden-Aufnahme gerendert. Ja, da muss ich mich jetzt mal langsam dran setzen, insofern sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Eiswelt. Mal gucken, ob wir dann die Eiswelt und die Wüstenwelt zusammen schaffen. Mal gucken. 3 Welten stehen jetzt noch aus. Plus Superfinale. Also die Hälfte der regulären Welten haben wir jetzt quasi hier in der Traumwelt erledigt. Da bin ich mal gespannt. Kuppe nennt sich das hier, okay. Ja, stimmt, Winterkuppe hieß das ja im Original. Und jetzt sollten wir wahrscheinlich, ja, fast genau bei der Hälfte sein. Sehr schön, sehr schön. Aber passt das denn? Hatten wir 38 in der ersten oder wie viel waren das? Verwundert mich gerade ein bisschen. Ich könnte einfach eine Liste nachschauen übrigens. Ach nee, hier waren es 48, deswegen. Ah ja, okay. Hier haben wir wieder 51, genau wie gerade. Ach, es macht so viel Bock, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.